Tirol gibt es derzeit einen Wanderboom. Viele Einheimische und auch Gäste gehen in ihrer Freizeit oder im Urlaub ins Gebirge wandern. Der Bergsteigerlegende Peter Haberler ist das große Interesse am Wandern auf dem Berg auch aufgefallen. Ja, es gibt da verschiedene Gründe. Der erste Grund ist wahrscheinlich, dass der Berg beworben wird. Der zweite Grund ist der, dass eigentlich jeder Mensch auf einen Berg auf und schaut. Der Berg hat einen gewissen Mythos, das muss man auch dazu sagen. Wenn man irgendeinen Politiker fragt, wo machen Sie Urlaub, und er sagt, ich gehe auf den Berg, dann ist es besser, wie wenn er sagen würde, ich fliege nach Ibiza. Im Zuge dieser Bewerbungen kommen sehr, sehr viele Menschen her, die das einmal ausprobieren wollen. Ja. Wir haben ja eine Konsumgesellschaft, die nicht immer in Ordnung ist. Und sie wollen das konsumieren, und der Berg braucht Vorsicht, der Berg braucht Respekt, der Berg braucht eine Vorbereitung und der Berg braucht natürlich ein alpines Wissen. Also der raufen geht, der muss etwas wissen. Mit dem Wanderboom steigt auch die Gefahr der Alpinunfälle. Viele der Bergunfälle enden tödlich. Die Ausrüstung ist mittlerweile so gut, dass es nicht mehr der Grund ist, dass Leute verunfallen. Aber es gibt durch das Aufgehen des Permafrostes gibt es einfach mehr Steinschlag. Der Steinschlag, der ist nicht nur irgendwo in den Wänden vorhanden, sondern es gibt da Wege, wo Stein herunterkugeln. Nicht? Und das hat man jetzt immer wieder gesehen. Dann gibt es natürlich Unachtsamkeit. Ich muss mich auf einem kleinen Weg wirklich konzentrieren, dass alles passt. Ich muss auf den Weg schauen. Ich darf nicht Hans Guck in die Luft spielen. Ja? Dann würde das nicht passieren. Viele der Unfälle, die jetzt in den letzten Tagen passiert sind, durch Stolpern. Irgendwo geht es halt runter. Wenn ich einen hochalpinen Weg gehe, dann ist irgendwo die Wand oder die Flanke, und dann geht es natürlich steil hinunter. Und wenn ich da an einer blöden Stelle stolper, dann fliege ich ab und bin tot. Dann gibt es natürlich auch andere Unfälle durch Abseilen, unsachgemäßes Abseilen. Es gibt jede Menge Gründe, dass man im Gebirge zu Schaden kommt. Und leider Gottes geht es halt dann gleich ans Eingemachte. In letzter Zeit sind viele Klettersteige errichtet worden. Für Peter Haberler gibt es aber schon zu viele Klettersteige. Ich mag die Klettersteige nicht ungern. Ja, wenn ich einmal Zeit habe, gehe ich auch hier und da. Ich erwähne eigentlich immer wieder, und tue das auch jetzt, man muss nicht in jeden Felsen einen Haken einschlagen. Das braucht es nicht. Also mit einer gewissen Behutsamkeit soll man diese Klettersteige errichten. Wir im Zillertal sind gut gerüstet. Wir haben einen Zeller Klettersteig, der schön ist. Wir haben einen Ginzlinger Klettersteig. Wir haben in Meierhofen 3 Klettersteige. Ich glaube, dass das eigentlich im Moment genug ist. Es kann auch sein, dass der Klettersteigboom, der jetzt wirklich stark ist, dass das wieder nachlässt. Nicht? Und dann haben wir die ganzen hergerichteten Säulen, die verrosten und so. Also ich habe da ein bisschen ein gemischtes Gefühl. Klettersteig bedeutet ja nicht klettern, sondern das ist eine reine artistische Geschichte. Es ist gut für die jungen Leute, aber klettern, also praktisch auf der Wand oder irgendwo auf einem Berg auf, ist natürlich lang kein Klettersteig nicht. Das Wanderinteresse wird sich noch bis in den Herbst fortsetzen, ist Haberler überzeugt. Wichtig für jeden Wanderer sollte die richtige Ausrüstung sein, sowie eine generelle körperliche Fitness.